Moin Moin, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute sind wir in Amiland, USA, Louisville, Kentucky, bei der Rebel Yell Distillery. Und ich habe euch den Rebel Yell Small Batch Reserve mitgebracht. Und das ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky. Es gibt auch noch den Small Batch Rye Whisky, nicht zu verwechseln mit dem hier. Die sehen relativ ähnlich aus. Ich glaube, der hat so ein durchsichtiges Etikett. Sagte ich 30 Euro, Pi mal Daumen, kein Farbstoff, ist ja bei den Amerikanern die Gesetzesverordnung, dass man keinen Farbstoff hinzufügt. Ein Alter trägt dieser hier nicht, wir können nur vermuten, 2 Jahre muss er auf jeden Fall haben, auch laut Gesetzesverordnung. Reifen durfte dieser in New Charred American Oak Barrels, das heißt ausgekohlte Virgin Oak Fässer, in denen vorher noch nichts drin war. Kein Alkohol, nein. 45,3 Volumenprozente, 90,6 Proof, also von 90,6 Proof einfach die Hälfte nehmen und dann hat man immer die Volumenprozente. Ja, was gibt es zu dem noch zu sagen? 0,7 Liter Flasche, ist in dieser Bauchform, kommt natürlich ohne Umverpackung, hat er nicht. In kleinen Chargen destilliert man hier aus Weizen, Mais und Gerstenmalz. Ja, die Art des Getreides definiert hier immer den Typ bei den Amerikanern. Es gibt den Rye Whisky, da ist die Maische zu 51% auf Roggen basieren. Es gibt den Bourbon, da sind es 51% Mai. Es gibt Rye Malt. Da muss es 51% gemälzte Gerste sein. Und was gibt es noch? Wheat Whisky. Da ist es 51% Weizen. Und Corn Whisky gibt es, glaube ich, auch noch. Und so weiter und so weiter. Wenn es euch interessiert, dann macht euch da mal ein bisschen schlau. So, was steht hier? Handcrafted in select small batches and extra aged to perfection. Ja. Eigentlich ist es eine Flasche Whisky Jason. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Der könnte hier wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen. Viel mehr steht hier nicht. Trinken Sie verantwortungsbewusst. Ne, viele Infos geben Sie hier nicht an. Bin ja gespannt. Distilled Age Rebel Yell Distillery. Ja. Zu der Geschichte habe ich jetzt nicht weiter geguckt von der Distille. Ich habe zwar... Ach, das ist ja ein Schlauch. Ich habe zwar was gefunden, aber das war unheimlich viel. Ich dachte mir, dann beschränken wir uns hier einfach nur auf den Whisky selbst. Und Plastik, Plastikverschluss. Oh, ein schwarzer Korken, geil. Ein Kunststoffkorken oder was? Macht zumindest den Eindruck. Also nichts mit Kork, der ist, ja, ein Kunststoff. Schwarzen Korken habe ich auch noch nie gehabt. Hammer. Upsala. Naja, für die Engel, ne? Alles, was daneben läuft. So. Das ist die Farbe. So schaut er aus. Bei mir grummelt's. Und dann wollen wir mal gucken, was er zu bieten hat. Ja, typisch Ami. Der erste Eindruck ist doch relativ komplex. Ich suche gerade wieder, ich bin hier so vorbelastet bei den Amerikanern mit dieser leichten klebrigen Klebstoffnote, aber hier geht das. Vanille ist stark präsent, Karamell. Aber es ist immer typisch für diese ausgebrannten amerikanischen Weizeichenfässer. Das ist Karamell, Vanille und holzige. Entschuldigung, ist immer so Standard, so empfinde ich das. Und so ein bisschen Rohrzucker. Kein normaler Zucker, Rohrzucker. Brauner Zucker, wenn ihr das schon mal gerochen habt. Die haben so einen seltsamen Eigengeruch. So eine, ja, eigene Süße irgendwie.
ganz leicht dezent. Angenehm die Nase. Ja. Ich kenne ihn nicht. Wollen wir mal. Slonche. Kräftig. Und jetzt kommt der Bauernstall. Weizen. Süß. Holz. Eiche. Popcorn. Richtig Popcorn, als wenn man Popcorn gekaut hätte. Lederigkeit, Popcorn, Weizen, Eiche, süß, witzig. Ja, gar nicht mal übel, ne? Für 30 Euro. Abgang ist ja echt kurz. So, der kommt im Mund, wird kräftig und dann pfiuh, flutscht er runter, zack, aus. Es bleibt nur noch Popcorn-Süße. Und ein bisschen von dieser Eiche. Das kurzer Abgang. Aber irgendwie lecker, irgendwie süffig. Super süffig, dass man sich gleich noch einen abschenken könnte. Schmeckt irgendwie gut. Irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Wir machen jetzt eine Stunde Video und ich kill die halbe Buddel. Die Kamera geht ja irgendwann von alleine aus, falls ich hier ein Nickerchen halten sollte. Was wird er haben? 5 bis 8 Jahre gebe ich ihm auf jeden Fall. Ja, Alkohol ist gar nicht zu spüren. Total lecker, total süß. Also ich bin jetzt ja nicht der Bourbon-Experte und bin auch da nicht so megamäßig bewandert wie ein Jason zum Beispiel, der schon unzählige probiert hat. Aber ich mag ihn. Also schön einfach, so für jeden Tag. Da brauchst du nicht überlegen, da brauchst du nicht nachdenken. Den trinkst du einfach und gut ist. Also so ein komischer Geister weg. Für Sirup. Also nichts irgendwie groß Spannendes, aber für die 30 Euro auch irgendwie lecker, um sich den mal einfach mal so, ne, mit ein paar Kumpels zuzulegen und dann als ersten irgendwie mal probieren. Total lecker. Schmeckt mir. Begeistert. Gut. Ich glaube, ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, aber so kein Fehlkauf, muss ich sagen. Ja, vielleicht hattet ihr ihn auch schon mal. Schreibt mal unten rein, ob er euch überhaupt gefallen hat oder nicht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.